Ja, Doppelblock. Okay. Lass mal A gucken. Und? Was ist A? Wie fühlst du dich jetzt nach dem Antrag? Ach so, Foto. Ah, ja, die Fotos. Ehrlich. Das hat dich schon Die Fotos. Selfie? Warum beim Tauchgang? Es sollte Ich glaube, die Fotos habe ich beim bleiben. letzten Mal auch schon gesehen. So in Erinnerung. Eins muss ich dir lassen. Die Frage der Fragen auf dem Grund des Meeres zu stellen, ist ziemlich romantisch. Igitt. Dass du mal sesshaft bist. Ich bin stolz auf dich. Ohne dich hätte das nie geklappt, Bro. Bro. Was meinst du damit? Na gut, dann holen wir mal den Block. Bin ich auch nicht. Und ich meinte das Studium. Egal. Brüder für immer, Bro. Navi ausschalten. Lass das Navi doch an. Morgen wieder darunter? Gut. Wenn man wieder eingeschaltet, geht zum Glück. Ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. So, kann ich mir das hier auch nochmal reinpfeifen? Wird wahrscheinlich dasselbe Video sein, aber trotzdem gucken. Was? Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Oh nein, noch nicht. Ich war abgelenkt. Block. Hab ihn. Gehen wir hoch. Das ging ja fix. Keine Zeit zum Umgucken. Komm her, mein Feger. Sollte das wirklich Feger heißen? Schön langsam. Wir müssen zurück. Genau hier. Danke. Ah, oh, fängt der Alkohol im Kern. Hey, immer langsam. Wie bitte? Vorsicht, wenn die Dekompression zu schnell war, solltest du weniger trinken. Alex, alles okay. Ist sicher keine Taucherkrankheit. Nicht immer. Manchmal treten die Symptome erst später auf. Stunden oder sogar Tage. Die was? Ja, das ist, wenn man zu schnell wieder auftaucht. Oh, ja, Dekompressionskrankheit. Nerd. Kleine Stickstoffblasen, die sich im Blut bilden. Tut tierisch weh. Ich mein's ernst. Jedes Jahr sterben Taucher an Dekompressionskrankheiten. Und deshalb sagt Dr. Conrad, wer hat, der soll auch trinken. Entweder geht's dir gut, oder du brauchst was, um den Schmerz zu lindern. Julia, du solltest jetzt wirklich keinen Alkohol trinken. Komm schon. Im Ernst jetzt? Du lässt dir was vorschreiben? Trink doch ein Bier. Ach komm. Renn mit der Buddel. Okay, gehen wir gleich das zweite. Hört mal her. Mandschurei-Gold. Mandschurei, genau. Wer das. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Huh. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Auf den Fotos von Alex trägt eine der Leichen ein Flugabzeichen. Das heißt, die Crew stammt von der Insel Conwin, mitten im pazifischen Kriegsgebiet. Ich sag's ja. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Keiner weiß davon. Du hast recht. Knirsch, du hast recht. Ach, keiner weiß davon. Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Korrekt. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das klappt nicht. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. Und wir haben noch unanständige Fotos mit den Leichen gemacht. Habt ihr diese coole Geistergeschichten gehört? Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Ghostbusters. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Oha. Ja, hau rein. Nicht die Fleischhaken diesmal. Ja,
Ja, schon, aber weißt du, keine, wie Fliss sie beschrieben hat. Erzähl uns was. Erzähl uns was. Lass sie hören, komm. Was damit? Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank, irgendwie. Krank ist gut. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte. Bitte noch mehr. Sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Aus dem Knast. Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Er hat nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Nimm die Axt. Ich erzähle nur die Fakten. Ungeschönt. Genau. Zerhackt in winzig kleine Stückchen. Mit einer Axt. Ich kenne auch eine Horrorgeschichte. Da muss man die Fakten aufhübschen, um eine tiefere Wahrheit zu enthüllen. Ist okay. Okay, also, wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Haha, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Jumpscare! Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Ach, Frank. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Genau. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Ja. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle. Das ist Sicherheitsbier. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Ein Bier, weißt du? Das ist ja nun nicht... Mein Gott, ein Bier. Das ist ein Bier. Und die kleinen Flaschen da, diese kleinen Tröpfchen. Naja. So, das können wir ja gleich besuchen. Ja, leicht. Ich kenne übrigens auch eine Horrorgeschichte. Ja. Es war mal ein Blackscreen. Habe ich nicht. Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ja, damit endet es auch. Die Waffe runter! Oh, falsche Taste. Ich hab gerade gedrückt. Hallo? Ich hab gedrückt und es passiert nichts. Aber
Einfach im Kreis. Merkwürdig. Geht der Spaß los? Ja, allerdings. Der Bekloppte hat besser kein Geld ins Wasser geworfen. Oder mehr Geld. Nee, das war ja gerade der Fehler. Ja. Ach, noch mehr Geld, mehr Geld. Mach auf damit. Ach, guck mal an. Da entfliehe ich das mal. Wir machen das wieder so wie eben, glaube ich, ne? Ah ne, du machst andersrum. Ja, beim letzten Mal haben sie auch alle entknebelt. Ich bin mal fies. Julia, ist okay. Bist du bekloppt? Ja. Wir haben sie beim letzten Mal entknebelt. Nein. Das war ich nicht. Ich darf jetzt nicht reden eigentlich. Ich glaube die Brille schlagen, die Brille hat sich versteckt. Bin fast frei. So, jetzt können wir ihn ja entknebeln. Jetzt können wir es ja machen. Hast du dich mit ihr auch verletzt? Ja. Im Schiffswrack? Ist auch passiert. Quicktime Event, ne? Und so. Ja, ja, genau. Das war echt viel zu kurz. Ja. Aber jetzt, guck mal, jetzt kriegt er sowieso einen Knebel weg, also von daher passt das schon. Passt. Du hast dich eben nicht falsch entschieden, du hättest es besser beibelassen. Hey, also, schlechter Rede wäre scheiße. Wie bitte? Das kann doch schlechter werden. Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Gibt's auch gute Neuigkeiten? Großartig. Oh, ich hab sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Hilfe! Gute Neuigkeiten, ich hab unseren Führer erkannt. Werden uns alle vergewaltigen. Was? Beruhigen Sie, sie töten uns. Nein, sie töten uns nicht. Keine Sorge. Wenn sie uns umbringen wollten, hätten sie es schon getan. Ich mache mir nicht nur Sorgen, getötet zu werden. Nicht nur? Ach so, ja, okay, macht Sinn. Leute, wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her. Scheiße. Ich habe ein paar Sachen gesehen. Ich will mal versuchen, ob man. Wobei. Ob man. Tag. Daneben. Aha. Oh, das habe ich genau gehört. Er hat das böse Wort mit A gesagt. Na, kann noch was? Nee, komm nicht. Connor, es war schön mit dir. Du bist immer noch gefesselt. Scheiße. Beim letzten Mal waren wir, glaube ich. Ah, nee, das ist, glaube ich, gleich. Er ist das gleich, dass er sich befreien kann. Oh, Beine. Du guck nicht so blöd, lass dich entdingsen. Was geht da vor? Was siehst du? Ach ja, du bist das ja, oder? Er schockt hier in die Schlangenrunde. Die stellen nur Fragen. Die stellen nur Fragen. Sie stellen Conrad ein paar Fragen. Mit der Faust. Wir müssen schnell hier raus. Mit Gebärden in Gebärdensprache. Reden Sie da? Wen kümmert das? Ich werde die alle umbringen. Wicked. Warum Fliss? Wir können nicht blind angreifen. Wir können sie nicht blind angreifen. Wir brauchen einen Plan, bei dem wir sie alle kriegen. Wir müssen hier raus. Als allererstes. Machen wir uns jetzt nicht gegenseitig los. Habe ich da irgendwas verpasst? Ich hab's.
Budget rein. Aha. Und die Pulsadern durchgeschnitten, schade. Julia, sie kommen zurück. Oh. Oh Himmel, Conrad. Warum hast du nichts gesagt? Halt! Halt nein, Alex! Aufhören, lass sie los! Alex. Ihr Bastarde! Hey! Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Hey! Verlass dich so höflich die Köpfe ein. Nicht andersrum. Tolle. Liz scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Wo ist denn mein Bruder? Ich weiß nicht. Wir haben sie schon über Bord geworfen. Er ist bestimmt okay. Meinst du? Okay. Klar. Dreh dich um. Hab ich nicht. Er ist über. Nein, war nur Spaß. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Nur noch nicht. Nein, verdammter Mist! Was ist passiert? Alles okay? Hey, hey! Bist du okay? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Ach, scheiße, hey. Ring. Schon gut. Schon gut. Sehr schön. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Ja, mal gucken, was diesmal gebacken kriegen. Also sollen wir mal versuchen, die Nummer zu machen vom letzten Mal, oder sollen wir einfach friedlich bleiben? Mal gucken, was passiert. Ja gut, ich hatte das Szenario hatte ich schon mal woanders gesehen, also wir können natürlich auch mal friedlich bleiben. Mir ist es egal. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Ja, im letzten Mal haben wir uns ja mit denen versucht zu prügeln und haben dann trotzdem nachgegeben, weil es nichts gebracht hat, weil dann diese blöden Quicktime-Events kamen. Das ist richtig. Ja, wir können versuchen mal safe zu gehen, mal gucken. Erledigen wir sie. Einer von uns schafft es vom ist zum Boden. Ja gut, dann müssen wir uns das anders entscheiden. Strategisch vor. Wir können sie überraschen, ausschalten. Ja, das habe ich auch genommen letztes Mal. Okay, aber ja. Überraschen wir sie. Nehmen okay, versuchen wir so ein Blende trotzdem ruhig. Sie können sich wehren, aber wenn wir die Knarre haben, ergeben sie sich. 7 Sekunden. Ich kann wir sollten schon gucken, was wir alle dann durchkriegen. Zu laut, das hören sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich kletter aus dem Fenster. An der Seite entlang und greift. Die machen ja trotzdem was anderes. Ich habe ja das andere ja gewählt. Ich hätte ja auch sagen können, einer entwischt mit dem Boot. Das habe ich eben nicht gewählt. Okay, dann los jetzt. Naja. Ich habe ja dasselbe gewählt gehabt letztes Mal, was du jetzt gewählt hast. 1, 2, 3. Conrad, geh zur anderen Seite. Greifen wir an. Scheiße. Ach, ich habe das Parfum. Och, das habe ich aber nicht gedrückt. Das habe ich aber echt nicht gedrückt. So, fortsetzen. Das habe ich nicht gedrückt. Ich habe hier Trigger und nach rechts gedrückt. Um mir eins auf die Goschen zu hauen. Den Pavard. Na, also geht doch. Och, komm. Als ob. Als ob. Ich habe doch A cool. Oh.
Doch, ich hab doch A gedrückt. Alter, sag mal. Ey, ich hab echt A gedrückt. Ich drück die ganze Zeit auf A. Unglaublich. Kaufst du gleich einen Unfall? Hab den Mistkerl auf der Flucht erwischt. Vorsicht! Mach's nicht schlimmer! Denk nach, was du tust, Bursche. Mach nichts Dummes. Conrad, komm schon! Wir kriegen diese Arschlöcher! Das Kind will mich umbringen, also. Bist doch du kein Mist. Bring sie nach und. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Okay, ich glaube, man kommt da eh nicht weg, ne? Glaube ich auch nicht, nein. Also hätten wir tatsächlich das mit dem Boot machen müssen. Ja, wenn nur einer entkommt, die anderen alle gestorben. Oder wie? Da drüben. Wobei, mit dem Ruderboot gegen das Motorboot, ich glaube, da hast du keine Chance gegen. Jetzt. Bei Flucht wirst du wahrscheinlich erschossen. Ja, wie gesagt, ich hab's gesehen, woanders schon, also. Ach, du lässt dich spoilern. Ja, ich hab schon mal gesehen, was noch passieren kann. Du, ich hab gehört, es soll angeblich insgesamt 40 Enden geben zu dem Spiel, also von daher, dass wir die alle durchgespielt haben. Ich glaub, dazu wird's nicht kommen. Ich glaube auch nicht. Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei Gold? Kannst du gerne haben. Alles. Ja, kannst du alles haben. Kannst du saufen, mitsamt, essen. Mitsamt der Fracht kannst du alles haben. Wir wollen nichts davon. Wir wollen nur mit dem Boot zurückfahren. Umdrehen, weg da. Ich spiele jetzt Fliss. Hey, Conrad. Du hast es versucht. Okay. Jetzt haltet die Fresse. Sie überlegt. Weißt du, was ich hören will? Nichts. Ganz genau. Nada. Komplette Funkstille. Kapiert? Wir funken doch gar nicht. Da muss ich mal Funkgerät zum Funken. Oh nee, warte mal, nee. Lass uns reden. Hey du, wir reden garantiert. Und dann reden wir bestimmt noch ein bisschen weiter und dann reden wir vielleicht noch mehr, weißt du was? Bist du blöde? Gewöhn dich dran. Seid still. Der Kapitän sagt, halte den Mund. Also bitte. Oh Mann, was ist denn das immer? Ich drück doch nie Pause. Ich komm noch nicht auf den Menü-Button. Was denn? Das verstehe ich nicht. Ich habe mich gerade verschreckt, die Fantastik, wenn du Pause gedrückt hast. Mann, Mensch. Wie soll ich denn. Jetzt drück ich Pause. Jetzt bin ich auf diesen Options-Button gekommen. Vorher habe ich auf die A-Taste bzw. B-Taste gedrückt. Wie soll ich denn da auf Pause gehen? Das wird verstehe ich nicht. Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie er hier die Tasten erkennt. Das ist 3 cm weg von dem anderen Knopf. Das verstehe ich nicht. Du, komm jetzt mit. Wir nennen es auch das Pausespiel. Wieso kann er nicht herausfinden, wie lange der Sturm? Was zum Teufel geht hier vor, Alex? Du kannst ja selber nicht rausfinden, wie lange der Sturm geht. Einfach nachfunken. Warum muss sie das machen? Dämlich. Ja, mir geht's gut, aber anscheinend ist sonst gar nichts gut. Nö. Ich renn nicht mit dir. Du und deine Freunde hatten kein Recht, auf unser Boot zu kommen. Mensch, Schnauze.
Vielleicht kriege ich noch dazu, dass einer von uns abknallt. Bist du irre? Ja. Spaß stelle ich mir anders vor. Ach komm, und? Wir kitzeln noch ein bisschen. Was willst du? Oh. So hart bist du nicht, verrückte Situation. Verrückte Situation. Wir wollen ihn ja nicht gleich. Du das Ding woanders hin? Sowas geht schnell los. Passiert schon nicht. Ach. Ich drück Y. Ich wollte gerade im Chat gucken, jetzt mich sagen können, dass draußen noch ein Quick Time Event stattfindet. Also ernsthaft. So langsam. Da muss man doch nochmal ein Kabel gebunden sein. Es tut mir leid, wenn ich so oft auf den Chat gucke. Hier passieren so viele Events, das kommt nachher noch schlimmer. Du blöder Idiot, wir ficken noch alle! Raus hier! Falschen Tasten. Hey! Bewegung! Jetzt! Mhm. Was zum Teufel, Alter? Nicht jetzt! Ich schätze, du wolltest helfen, also weißt du, ist egal. Kommt auf uns zu, es geht gleich los. Und sie machen wieder dumme Sachen. Und wie die gleiche. Also ich glaube, es ist egal, ob man wie oft man das Spiel durchspielt. Ich glaube, in diesem Rettungsboot ist immer eine Leiche drin. Ja, geht ja auch nicht anders. Und ich wette, das Schiff ist immer da. Ja. Ja. Deswegen gibt es ja auch die festen Koordinaten auf der Karte, sonst wäre das Schiff ja theoretisch immer woanders. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Ja, wir haben uns angestrengt. Ist er jetzt enttäuscht? Oh, scheiße, sie leben alle noch. Sie leben alle noch, scheiße. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Nimm es an, bitte. Gespannt? Wenn er es anbietet? Ich will es wissen. Okay. Sie sind sich einig. Hier, ein Hinweis. Wir sind uns mal einig. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Toll. Das nennst du ein Spoiler, ne? Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Auch ein Säufer. Vielleicht ist auch nur Wasser dran. Das hätte oder Blut. Oder Blut. Oder irgendwelche anderen Körperflüssigkeiten. Er hat uns einfach ja nur gesagt, dass es eben kein Gold ist, was da an Bord ist. Guck mal, da sieht man auch, dass die Ketten noch, also die Anker noch unten sind. Ja, aber da muss ja irgendjemand das Schiff zwischenzeitlich nicht mehr gesehen haben. Und? Das ist doch immer neblig, dass es keiner sieht. Du weißt das schon. Ich weiß das nicht. Das ist doch immer neblig. Das ist auch in Wirklichkeit ein U-Boot. Junior, retire la tête à l'image. Aber gleich, wenn wir im Raum sind, dann bräuchte ich gleich mal ein kleines Päuschen. Mal so als Vorwarnung. Ja.
Dann drückst du ja aus Versehen auf die Taste. Ja, los. Genau. So, jetzt vorwärts. Das ist der Alkoholmädel. Und jetzt war es besser da oben.